Hey Leute, es ist wieder Rocket-Zeit und wir stürzen uns gleich hinein ins Vergnügen. Und die erste Hand verspricht ja auch, dass es wieder eine gute Runde wird. Vier volle, zwei Buben. Das macht direkt Laune. Und hier Spieler 2 holt sich gerade noch einen Kaffee. Jetzt ist er aufgewacht. Gut, Findung nicht besonders, aber hier beim Rocket soll es natürlich ein Krang werden. Ja, wie ich jetzt so drauf schaue, würde ich sagen, Karo 10, Kreuz Dame drücken, aber in dem Moment habe ich den Herz König gedrückt, mit Kreuz noch so eine halbe Beikarte in der Hand behalten, falls Kreuz aufgeschlagen wird und 2-2 steht. Im Prinzip soll das Spiel natürlich am liebsten über 5 Volle gehen, also mit dem Karo Ass im Aufschlag, das wäre natürlich das Einfachste. Ja. An sich hätte ich wohl Kreuz Dame besser drücken sollen. Denke ich mir jetzt so, ne? Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber Karo Ass kommt raus und Buben kommen verteilt, wie es hier ausschaut. Zumindest der Pik Bube deutet das an. Und selbst wenn nicht, wenn jetzt noch meine drei Vollen laufen, da ist der Karo Bube. Dann ist das Spiel da schon ein ganz einfacher Startzielsieg. So, Herz Ass geht auch noch. 10 kommt auch nicht. Von daher bleibt dieser kleine Schnitzer erstmal ohne Konsequenz. Und im zweiten Spiel kann ich zumindest beim Reizen auch schon nicht viel verkehrt machen. Endlich mal wieder einen Gang und Pik 9 ist natürlich ein Traumaufschlag, da weiß ich gleich richtig viel mit anzufangen. Lassen wir mal die erste Dusche fallen. Oh, es sieht so ein bisschen aus, als könnte mein Partner noch einen zweiten Buben haben. Ja, da bestätigt es sich auch und der Alleinspieler möchte ganz ohne Buben spielen. Gut, da muss ich natürlich irgendwas hier mal wimmeln. Bevor sie mir kaputt gespielt wird, schmiere ich lieber dann mal die Karo 10. Ist ja alles noch ein bisschen Kaffeesatzleserei. Gut, in Kreuz war auch nichts zu holen. Pik Ass hat natürlich sowieso der Alleinspieler. Gut, Karo Ass hat er auch noch. Na, Pik 10 wird er überhaupt nicht einen Stich machen. Noch ein Karo-Stich. Aber jetzt. Ah. Meine Herzchen macht den Stich. Auch gut, mit Pik 10. Drittes Spiel und mein Vorhandblatt glänzt nicht durch Buben und Asse. Ein einziges Ass in der Hand, aber keine Farblänge. Also mit anderen Worten, gar nichts, nichts zu machen. Mittelhand ist inzwischen gerade wieder eingeschlafen, jetzt ist er wieder aufgewacht. Und da geht der nächste Grang von am Tisch. Und ja, beim Grang immer so ein bisschen eine Angriffskarte spielen. Pik König hier kann ja sein, dass Hinterhand mal Pik frei ist und stechen kann. So, und jetzt ist es ja auch nochmal interessant, was schmieren wir? Was legen wir rein? Herz Dame wäre eigentlich relativ natürlich, aber könnte meinen Partner dazu verführen, dann Karo zu öffnen, wo ich in der einfach bestellten 10 stehe. Dann lieber die Karo 10 und vielleicht kommt er ja einfach auf die Idee, Pik ganz einfach zurückzuspielen. Oder auch bei Karo kann jetzt nichts kaputt gehen. Gut, jetzt kommt er wegen Karo vielleicht auf die Idee, Herz zu bringen. Das war nun natürlich nicht unbedingt die starke Farbe. Und jetzt ist es ein bisschen doof hier oder nicht so leicht zu entscheiden. 14 erst liegen, keine Wimmlung auf Pik 9. Wahrscheinlich hat der Spieler noch Pik Dame in der Hand, aber vielleicht auch nicht. Ich nehme lieber raus und kläre jetzt hier die Karte. Nicht, dass wir sonst noch Schneider bleiben, weil ich hier tauche und Pik Dame vielleicht dann doch als Bild im Keller war. Gut, also ich werde es hier nicht mehr richten, das jetzt muss mein Partner richten, der muss den Stich machen. Tut er auch. Mit dem Karo Ass kommen wir aus dem Schneider. 3x48, dreimal einfach Gang.
und schaut es euch an. Ich habe woanders gehört, 33% ist so die Grandquote. Ich glaube, sie ist üblicherweise sogar bis zu 35, 36%. Das ist normal. Aber über eine kurze Distanz kann man natürlich auch mal eine 100% Grandquote erreichen. So wie jetzt hier, denn dieses Spiel mit 4 Assen, einer 10 und den mittleren Buben, das ist natürlich sogar ein Grand Hand. Logischerweise direkt rausnehmen und Buben spielen, egal hier was gekommen wäre. Nicht riskieren, dass links und rechts die Asse gestochen werden, dass dann hier die Buben zusammenstehen. Das kann mich ja relativ wenig schrecken. Hier kommt schon der siebte Kreuz, 14, 24. So, nichts geladen, 27. Jetzt ist sogar noch eine kleine Schneiderchance. Gut, schade, Pik hätte ich natürlich gern gesehen. Pik König bestellt fehlt noch. Wenn Pik König festgehalten wird, dann kommen sie raus. Wenn ich hier alle Stiche mache, dann ist das Spiel sogar Schneider. Pik Abwurf, da sehe ich doch schon mal gerne. Nochmal Pik. Nein, Herz 10 zeigt natürlich, dass Spieler 3 hier den Pik König in der Hand hält, sonst hätte er das volle nicht verbrannt und da sind sie raus. Also schöner Start für mich und für Spieler 2. Das kann man nicht anders sagen. Und jetzt ist die Karte hier ein bisschen dünner, vielleicht sogar fast zu dünn, ohne Ass und in Mittelhand und ohne den Kreuzbuben. Aber 6 Trumpf, die bestellte Karo 10. 24 ist es mir in diesem Format auf jeden Fall wert. Kann ja immer mal den siebten Trumpf finden oder noch einen Seitenass. Aber für 24 komme ich hier nicht ran. Herz aus der Hand. Und Aufschlag Trumpf König. Durchaus ein bisschen überraschend, dass hier so viele Augen angeboten werden. Direkt hat Spieler 3 hier ein bisschen Paranoia, dass alle Buben zusammenstehen. Fehlt ihm vielleicht ein paar Buben. Wir nehmen erstmal die neuen Augen mit und greifen hier in eine Farbe rein. Und bleibe am Stich. Gut, dann ist Karo keine Weiterspielfarbe. Dann gehen wir mal in die nächste Geschichte. Pik König ist ja schon mal gut. Pik 10 vom Alleinspieler. Da ist noch ein bisschen Musik in dem Spiel, würde ich mal sagen. Jetzt Trumpf Ass. 34, Kreuz wird gestochen. Ich habe keinen Trumpf mehr. Und jetzt muss ich mich entscheiden. Karo Ass, wo ist die Dame? Und ich glaube, der Alleinspieler hat sie, mein Partner, dem traue ich ihn nicht zu. Aber dieser Stich alleine bei 34 liegen wird noch nicht reichen, auch nicht mit der Karo 10. Also wir werden noch einen weiteren Stich brauchen. Von daher habe ich mich nach einigen Hin und Her jetzt doch entschieden, nur die Lusche zu legen. 34 jetzt gestochen, 47. Ja, und jetzt macht mein Partner hier einen relativ für mich unschönen Move. Er zieht jetzt hier schon den Herzbuben. Jetzt muss ich mich entscheiden. Mit Karo 10 sind wir erst bei 59. Das reicht noch nicht. Kann ich also nicht legen. Von daher bleibt mir nur den Kreuz König zu legen. Und ich habe dabei schon so ein bisschen schlechtes Gefühl. Ich hoffe doch, dass er danach dann nicht die Kreuz Dame hinterher spielt, denn dann, jetzt haben wir 53. Und doch genauso passiert ist. Kreuz Dame, Karo Dame, ist das ärgerlich. 59 und jetzt kommt sogar noch Pik 7. Ja, warum spielt er denn nicht statt der Kreuz Dame die Pik 7? Und warum zieht er denn den Buben ab? Das sind ja manchmal doch durchaus lustige Spielverläufe, wo man hinterher ein bisschen schmunzeln kann. Das haben wir gut hinbekommen. Hätte ich direkt die Karo 10 gewimmelt, dann hätte ich auf den nächsten Bubenstich auch den Kreuzkönig legen können. Also da haben wir es in der Koproduktion ganz gut hinbekommen. Ja, was soll's, hilft ja schon wieder nichts. Die Geschichte geht weiter, das Spiel ist längst Geschichte, da kann man noch was fürs nächste Mal vielleicht lernen. Und ich bekomme, ja, ich weiß gar nicht, die berühmte Mär vom Belohnungsspiel. Ich glaube nicht daran, aber auf jeden Fall habe ich hier schon wieder einen sehr schönen Grang. Und nachdem hier Herz Lusche auf den Buben fällt, schaue ich natürlich erstmal, ob Schneider Schwarz möglich ist. Und Herz steht nicht zu dritt, von daher Schneider Schwarz ist möglich. Und das überprüfen wir jetzt. Karten zeige ich direkt. Entweder sie steht blank oder sie steht nicht blank. Und ja, da ist es wieder soweit. Ariel hat wieder mehr Glück als Verstand. Das konnte man eben in dem Spiel sehen.
schnappt sich gleich wieder ein 96er, und da stehe ich doch ganz sehr solide mit 360 schon nach 6 Spielen. Wieder 3 Buben, aber nur eine bestellte 10, also ja, wäre fast überraschend, wenn ich hier für 18 rankäme. Doch ich komme ran, und ich finde auch gut, das ist auch der Grund, warum ich rangekommen bin. 21 Augen, jetzt kann ich 10 Augen drücken und habe natürlich ein ziemlich gutes Herzspiel. Das müsste schon sehr unschön sitzen, Abstich in Kreuz oder 4 Trümpfe aufwärts, damit hier irgendwas passiert. Karo Ass sieht aber gut für mich aus, damit haben wir den vollen schon mal raus, dann ist vermutlich Trumpf auch alles glatt. Jawohl, 14 Augen. Trumpf Ass wird gleich aufgegeben. Ah, kleines Missverständnik, kriege ich sogar die Pik 10 noch, ist aber nicht entscheidend, denn aus dem Schneider kommen sie natürlich trotzdem. Den Pikstich kann ich nicht verleugnen. Tja, was soll ich sagen? Skat macht ja sowieso schon sehr viel Freude, aber mit guten Karten macht es dann erst recht Spaß. So, nun bin ich mal gespannt, ob von den beiden hier noch einer die Fährte aufnimmt, ob einer folgen kann. Spieler 2 hatte ja schon ein paar Punkte liegen, kommt jetzt aber nicht ans Spiel. Das ist für mich ja natürlich erstmal gut für meine kleine Tischwette. Und Kreuz wird gespielt. Gut, da ich mutmaßlich natürlich weniger Trumpf habe als mein Partner, gehe ich erstmal rauf, und für die 27 kann ich wunderbar Karo aufspielen, ohne dass da groß was passiert. Karte wird geklärt. Partner nimmt raus. Warum nimmt er raus? Entweder es ist ein 7-Trümpfer oder ich hoffe doch, mein Partner hat sonst noch Trumpf Ass dabei und macht alle Trumpfstiche, sonst hätte er besser diese 4 Augen nicht mitgenommen. Er hat Trumpf Ass und er zieht es auch, aber warum zieht er es denn? Der Alleinspieler ist doch in Mittelhand, der könnte doch erstmal die Karte ein bisschen weiter klären. An der Stelle weiß ich nicht, da überzeugt mich dieser Trumpf Ass-Abzug noch nicht so. Ich weiß ja gar nicht so recht im Zweifel, was ich wimmeln soll. Gut, ich habe jetzt hier die Pik 10 zu dritt, dann kann ich sie auch reintun, aber letztlich war das Abziehen des Trumpfes an dieser Stelle nicht unbedingt Pflicht, vielleicht auch nicht unbedingt der allersauberste Zug. Aber rausgekommen sind wir, und mehr war wohl auch nicht möglich. So, das sieht ja wieder wie ein ganz guter Ansatz aus, und dann auch noch für 18. Ja, Karo 8 und Dame im Prinzip nicht besonders gut, passt aber hier ins Blatt, da weiß ich wenigstens, was ich zu tun habe. 3 Augen Pik drücken und den 5-Trümpfer Karo. Und naja, Herz 7 sehe ich natürlich gar nicht gerne. Ist natürlich, steht drauf, dass das jetzt aus dem Herz König zu dritt ausgespielt ist. Und jetzt kann ich natürlich an sich nur hoffen, dass wenigstens dann vielleicht der Kreuz Bube hinter mir steht. Und denn sonst kann es natürlich kritisch werden. 17, so, oder dass hinten nur 2 Trümpfe stehen. Nee, es stehen 3 Trümpfe, es steht der Kreuzbube, das ist aber jetzt schon wieder recht erfreulich. 33, Trumpfstich gebe ich nicht mehr ab. Wenn ich den Trumpfstich noch abgeben würde, wenn mit dem roten Buben gestochen wäre, würde ich jetzt sicher diesen vollen stechen und Pikbuben rausspielen. So kann ich ja aber auch kontrolliert abwerfen. Auf 43, jetzt hier nochmal abtragen, 47, und jetzt ist der Rest bei mir.
Also, auch der ging gut zum 5 zu 0. Zwar werden die Spiele kleiner, aber ich hatte ja auch gut vorgelegt. Also kein Grund, sich zu beklagen mit 250 Spielaugen. Drei Spiele sind noch zu holen. Mal gucken, ob ich noch weiter als die 500 komme. Hier habe ich jetzt auf jeden Fall eine Karte, die ich auf 0 reizen werde. Gegen den einfachen Pik hätte ich eine Chance gehabt, aber Spieler 2 will das Spiel machen und das ist ja auch wenig überraschend, wo hier 8 Volle und 3 Buben fehlen. Das wäre schon sehr erstaunlich gewesen. Insofern an sich eher interessant, dass hier tatsächlich nur ein Pik bei rauskommt und kein Grang. Weil ich nur einmal mit dem Buben rankommen kann, öffne ich danach gegen die allgemeingültige Regel hier die kurze Farbe, um meinem Partner, wenn möglich, eine 10 freizuspielen. Das war hier aber gar nicht nötig, denn er hat das Herz Ass selber, aber auch so ein schöner Stich klärt uns die Karte. Karo Abwurf, da wissen wir gleich Bescheid. Was passiert jetzt? Mein Partner fängt schon im dritten Stich an, Buben zu ziehen. Ja, was ist denn hier los? Also ich lege alles rein, was ich habe. Trumpf 10 fällt. Hat er etwa auch noch Trumpf Ass? Nee, das kann ja nicht sein. Also ich bin irritiert, muss ich zugeben. Hab das Gefühl, dass mein Partner hier, schaut euch das an, der hat sein bisschen angegeben, ne? Ein bisschen geprahlt mit seinen Buben, mit seinen drei Buben, die er hatte und keine 18. Aber es hätte ihm vielleicht besser zu Gesicht gestanden, erstmal den Ball flach zu halten, Spieler einfach einzuspielen in Karo oder Kreuz und zu hoffen, dass nochmal Kleintrumpf kommt und dann hätte er schön hinlangen können. So nützt uns das ja gar nichts, denn das Trumpf Ass geht heim. Wie auch immer, ich habe erneut keinen Grund zur Klage. Das sieht hier wieder wie ein sehr schöner Grang aus, zumindest erstmal wie ein guter Ansatz, der auf jeden Fall bis Grang gereizt werden wird. Eine Verstärkungskarte fürs gute Gefühl würde mir natürlich noch gefallen und da ist sie auch schon, die Kreuz 10. Die langt mir ja, um einigermaßen ruhig in diesen Grang reinzugehen, denn 4 Volle habe ich ziemlich gut unter Kontrolle und einen erhoffe ich natürlich noch zu stechen. So, nun sitzt hier Kreuz ganz übel dagegen. Kreuz Ass zu viert vor mir, 14, muss man doch mal ein bisschen gucken. Ja, und dieser Zug ist natürlich, ja, nicht nur ungewöhnlich, sondern natürlich auch schwach. Also ob ich nun die Kreuz 10 in der Hand habe oder nicht, der König ist natürlich nichts Halbes und nichts Ganzes. Da muss Spieler 3, wenn er die Farbe fortsetzt, natürlich das Ass spielen. Und wenn er darauf spekuliert, dass ich die Kreuz 10 habe, dann muss er eben die Farbe wechseln. Aber jetzt den König zu spielen, das passt natürlich nicht so richtig, denn jetzt bekomme ich das Ass und weil der Kreuzbube nicht hinter mir sitzt, habe ich den einen vollen, den ich hier überhaupt nur noch brauche, mir ganz einfach krallen können. Das hätte nicht so einfach sein müssen. So, wenn Pik König zu dritt sitzt, gibt es noch einen Stich. Es sieht auch so aus, oder Pik Dame besser gesagt, der König war weg. Es sieht auch so aus, aber Spieler 2 muss dafür wieder den letzten Vollen im Spiel opfern, um diesen Stich zu machen. So gewinne ich mit 74 Augen und 602 Punkte. Also sieht aus, als hätte ich hier am Tisch wieder alles gewonnen, ohne dass ich da den anderen Vorwurf machen kann. Das war sehr schönes Material und jetzt hier auch das letzte Spiel nochmal. Ist ja in Vorhand nochmal ein schöner 6-5er mit Zweien, wo ich auch mindestens 36 mal reizen kann mit Seitenass. Also den nehme ich natürlich auch noch mit, wenn es geht. Aber wir sehen es hier Spieler 3 und der steht erst 2 zu 0, steht erst auf 230 Punkten. Bietet mir hier 40, will mir hier die Butter vom Brot nehmen. Und das muss ich mir natürlich gut überlegen. 600 ist ja schon mal eine Hausnummer. Von daher, mit den beiden Bildern an der Seite, wird mir das Eisen hier zu heiß. Dann lasse ich ihn spielen. Und er spielt Herz Hand. Und dann schauen wir mal, ob seine Reizung angemessen war. Also zwei Asse hat er jedenfalls schon mal. Soweit, so gut. Beim Buben auch. Das sieht doch alles fair aus. So, 14 Augen, allerdings kein Trumpf holen, das sieht man hier schon. Pik 10, Pik 10. Also, das sieht irgendwie verdächtig aus, denn wo ist das Pik Ass?
Und wenn ich sage verdächtig, dann glaube ich natürlich, dass das Pik Ass im Stock sein könnte. Denn wo sollte es sonst sein? Warum hätte Spieler 3 es jetzt noch nicht nehmen sollen? Ja, 53, na herrlich. Mit der blanken Pik 10 gewinnt der Alleinspieler sein Spiel ohne Trumpf Volles. Das kann man doch wohl durchaus eine etwas taktisch motivierte Reizung nennen. Das war natürlich ein großes Risiko, was er hier eingegangen ist. Den Euro Verlustspielgeld, nee, die 50 Cent musste er jetzt nicht bezahlen. Ich habe allerdings auch mein Ergebnis nicht weiter verbessern können. Sei es drum, ich habe ja in dieser Woche sowieso nicht vor, noch weitere Rockets zu spielen, da ich schon für nächste Woche Montag für die Monatsmission qualifiziert bin. Insofern brauche ich mich jetzt hier nicht ärgern. Im Gegenteil, 600 Punkte, wunderschöne Liste. Hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bis bald. Gut.